war überwältigend. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich inspiriert, nochmal jetzt öfter in die Oper zu gehen. Mir hat der Rocco gefallen, wie er gespielt hat und so. Tolle Musik, herrliche Musik, tolle Sänger, wunderbar. Also mir hat es gefallen, vor allem auch musikalisch. 1- irgendwas sowas. Ich würde sagen, bewegend, düster, nachdenklich machend, dramatisch. Das Bühnenbild hat mir gut gefallen. Ich sehr schön fand am Anfang diese Masken, die man da drapiert sah und wie sie sich plötzlich durch die Lichteffekte zu Menschen verwandelt haben. Also diese Metamorphose, die fand ich sehr gelungen. Bühnenbild hat mich überrascht. Also das war, ich habe mir schon erwartet, dass es etwas Modernes sein wird, aber es war doch irgendwie mit verschiedenen Ebenen und mit diesem Gefängnis-Atmosphäre war das doch sehr gut gemacht. Was mir sehr Gänsehaut bereitet hat, war, wo die Männer die Masken abgenommen haben. Und der Männerchor war toll musikalisch. Ich glaube, am Anfang so ein bisschen noch reinkommen, aber dann hat es irgendwann Fahrt aufgenommen. So, der zweite Teil war auf jeden Fall richtig mit Schmackes da. Das gefällt mir sehr. Das war sehr wichtige bezüglich Themen und die Stimmen waren perfekt, wunderbar. Also ich habe immer so meine Probleme mit etwas moderneren Inszenierungen und bin jetzt hellauf begeistert und sehe, dass das vollkommen grundlos war. Und bin immer noch in einer Hochstimmung, die mich immer noch trägt. Und natürlich auch dieses tolle Finale, da will man am liebsten gleich aufstehen und mitmachen.